könnte auf Fisch wirklich nicht, verzichten. Und ich mag Fisch unheimlich gerne. Ich mag Fisch auch sehr gerne, deswegen esse ich sie nicht. Touché. Natürlich einfach mit der argumentativen Faust. Bam! Ins Gesicht. Bist du auf dem Boden? Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen wundervollen Tag bisher gehabt. Denn ich bin jetzt hierher gekommen, um euch genau diesen zu vermiesen. Ich habe was ganz Verrücktes mitgebracht und bin ein bisschen aufgeregt, denn von vielen Seiten, also auch von euch, habe ich gehört, dass die militante Veganerin bei DSDS teilgenommen hat. Und da habe ich mir gedacht, erstmal habe ich nicht viel dabei gedacht. Ich dachte nur so, DSDS, ist das nicht irgendwie eine Talentshow mit Singen und so? Und kann die militante Veganerin singen? Ich habe mir dann auch überlegt, hey, das ist auch eine gute Möglichkeit, um meine Meinung über die militante Veganerin mal hier reinbringen zu können. Und zum anderen ist es ja so, mein großer Wunsch, mein großes Ziel ist es, dass der Veganismus immer mehr den Eintritt in den Mainstream findet, also immer massentauglicher wird und auch von der Masse als so wahrgenommen wird. Da sage ich natürlich solche Formate wie DSDS, die, ich weiß nicht, wer es guckt, ehrlich gesagt, wer guckt DSDS eigentlich, aber die Menschen, die es gucken, dass sie am Ende natürlich sagen werden, wow, der Veganismus, das ist etwas, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich, was ich mir wünsche. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bei der guten Raffaela bin ich ein bisschen skeptisch, ob das am Ende so eintritt. Hey, aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben und man sagt bekanntlich, hinten kackt die Ente. Also sind zwei Sprichwörter, die quasi das gleiche aussagen. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns doch mal gemeinsam in das Video reinstarten. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Habe ich schon gesagt, dass ich es nicht gesehen habe? Ich habe es noch nicht gesehen und würde mich freuen, das jetzt mit euch gemeinsam zu machen. Erste Frage, bevor es losgeht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur militanten Veganerin in die Kommentare, bevor wir dieses Video sehen. Und zwar jetzt, jetzt. Und jetzt gehen wir rein und dann könnt ihr mir was anderes in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir alle schreiben, was ihr wollt. Let's go, 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 rein da. Dann fangen wir gleich mal mit dem absoluten Highlight dieser Folge an, denn hier ist sie tatsächlich, die militante Veganerin. Ah ja, mal ganz kurz, ich reagiere auf ein Video von Onion Dog, der das Ganze auch kommentiert hat, aber ich komme sonst irgendwie nicht daran, an dieses Material. Also dementsprechend gucken wir quasi das, die Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion, dritte Million Ebene. Mein Name ist Raffaela Raab, ich bin Ärztin und Tierrechtsaktivistin und ich komme aus Wien. Und es ist mir unglaublich wichtig, dass die Menschen ihre Gewalt gegenüber Tieren ablegen und wir endlich anerkennen, dass sie auch ein Recht auf ihren Körper haben, dass wir alle vegan leben müssen. Das ist definitiv, also kann ich euch schon mal direkt sagen, genau so ist es. So sehe ich es auch. Das ist sehr gut zusammengefasst gewesen. Ich sag's euch, um da direkt schon mal reinzustarten, ich kenne natürlich die militante Veganerin Raffaela. Also ich kenne sie von Videos nicht persönlich und muss sagen, das Warum, ja, sag ich mal, super. Also da muss man einfach sagen, klar, alles, was dahinter steckt, macht natürlich 100% Sinn. Die Argumente verstehe ich auch alles. Viel interessanter finde ich manchmal so das Wie. Das ist auch so ein bisschen meine Herausforderung, die ich so mit der militanten Veganerin habe. Ich bin ein großer Freund davon, Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und wenn man sich überlegt, dass ich die meiste Zeit meines Lebens Fleisch gegessen habe und super ignorant unterwegs war, was das Thema anbelangt, muss ich echt sagen, leider Gottes war ich kein guter Gesprächspartner bei einer Auseinandersetzung oder bei einem Gespräch rund ums Thema pflanzliche Ernährung. Aber das hat sich halt geändert und deswegen bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, ey, man muss Menschen da abholen, wo sie sind. Und das geht halt nicht, wenn du mit der Argumentenkeule direkt um dich schwingst und versuchst, jemanden damit totzuschlagen, so wie sie es oft macht. Aber schauen wir weiter rein. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ach ja, die wundervolle Raffaela, die einfach nur schrecklich ist, aber die uns natürlich jetzt nochmal erklärt, unter welchem Namen man sie eigentlich eher kennt. Und interessanterweise wusste ich bis eben übrigens noch gar nicht, dass die Ärztin ist. Also ich habe mich auf sozialen Medien, unter anderem vor allem auf TikTok, als die militante Veganerin vermarktet. In der letzten Woche allein habe ich mit all meinen Videos über 21 Millionen Menschen erreicht. Und hier muss man tatsächlich sagen, die militante Veganerin, die Art und Weise der Kommunikation. Mir ist natürlich bewusst, dass das ein Konzept ist, das auch funktioniert, wie man gerade hört, weil sie so viele Leute erreicht. Ich frage mich dann immer nur, und da möchte ich sagen, das weiß ich nicht, aber ich kann da meine Annahmen treffen, mehr kann ich da einfach nicht tun. Sie erreicht so viele Menschen, ich frage mich, wie viele Menschen, sie erreicht auch definitiv Menschen, die danach sagen, hey, das ist ein Thema, mit dem ich mich vielleicht mehr auseinandersetzen sollte, ich werde vegan. Sie erzählt ja auch oft, dass sie Kontakt zu Menschen hat, die ihr genau das sagen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen, die das sehen und das Gefühl bekommen, pass auf, mit so einer Person kann ich mich nicht identifizieren, so möchte ich nicht sein. Und sie verkörpert dann in gewisser Art und Weise vielleicht im ersten Kontakt auch dieses Thema. Und wenn man sich nicht damit identifizieren kann, ist natürlich schwierig, ne? Wenn man das Gefühl hat, möchte ich
Teil von dem sein, was sie verkörpert. Und da kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, schwierig. Und das Interessante dabei ist, das stimmt sogar, wobei ich ehrlich gesagt immer das Gefühl habe, dass sie 20,8 Millionen der erreichten Menschen damit eigentlich nur ganz doll wütend macht. Aber RTL zeigt uns hier natürlich nochmal ein paar ihrer wundervollen TikTok-Szenen. Ich kenne dich bei TikTok. Okay. Und ich gebe dir einen Tipp. Also bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Schönes veganes Leben. Das sind genau so diese Szenen, wo ich das Gefühl habe, da unterhält man sich nicht auf Augenhöhe. Meiner Meinung nach macht das leider gar keinen Sinn, auf so eine Art und Weise mit Menschen in Dialog zu gehen. Weil was glaubt ihr euch, wie diese Person sich nach diesem Gespräch fühlt? Glaubt ihr, dass diese Person mehr Interesse daran hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder glaubt ihr eher, dass es in eine Art Blockade kommt, dass man das Gefühl hat, damit möchte ich gar nichts mehr zu tun haben, weil ich damit so ein Erlebnis gehabt habe? Und das finde ich irgendwie schwach. Sind Sie nicht vegan und Sie fühlen sich nicht schuldig? Ich fresse Fleisch jeden Tag. Oh Gott. Ja, solche Menschen gibt es natürlich auch, aber da frage ich mit solchen Leuten, lohnt es sich eigentlich gar nicht, ins Gespräch zu gehen, meine persönliche Meinung. Grundsätzlich kann man ihr aber zugutehalten, sie hat schon ein eigentlich wichtiges Anliegen und bei DSDS war sie auch bisher noch nicht ganz so durchgeknallt wie sonst eigentlich. Und ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit nur gefragt, wo ist denn Rosalinde? Veganismus und Tierrechte müssen in die Popkultur vordringen und da ist DSDS einfach der nächste logische Schritt und eine riesige Plattform. In die Popkultur vordringen, da bin ich tatsächlich auch der Meinung. Wie gesagt, ich möchte, dass das Thema einfach absolut im Mainstream, im Mittelpunkt der Gesellschaft stattfindet und ganz normal, etwas ganz Normales ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es hier mit DSDS, mit einer Show zu tun, da geht es um Gesang. Und da frage ich mich, was erwartet mich da? Wird Raffaela singen? Und wenn ja, ich kann mir schon denken, was sie singen wird. Ja, sehr viele Fragezeichen, weil hier ist es auch wieder klar, warum bin ich komplett bei dir, aber das Wie, da kommen mir sehr viele Fragezeichen in den Kopf. Vielleicht sehe ich es auch, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch einfach, ist ja auch mein Reaktionsvideo, sind ja auch quasi meine Gedanken. Und ich weiß auch, dass man dieses ganze Thema aus so vielen verschiedenen Perspektiven führen kann und sehen kann, aber bin ganz fest davon überzeugt, dass ich das glaube, wir sind hier als Menschen gemeinsam auf diesem Planeten unterwegs, um miteinander ein Leben zu bestreiten und nicht gegeneinander. Und es ist nun mal einfach so, wir leben in einer Welt, wo diese ganze Thematiken, gegen die wir uns versuchen einzusetzen, also das Ausbeuten von Lebewesen in dieser ganzen grausamen Industrie. Aber man muss einfach sagen, das ist einfach heutzutage alles Normalität für die Leute. Ja? Und da ist, glaube ich, viel zu tun, um Menschen davon wegzubekommen. Das darf man einfach nicht vergessen. Und einfach denen zu sagen, es ist falsch, das reicht oft nicht. Ja, militante Veganerin, nur ich weiß jetzt nicht, ob du das wusstest. Eigentlich ist DSDS jetzt nicht nur eine Plattform, sondern da geht es um Singen. Also insofern wäre es schon ganz cool, wenn du da vielleicht auch was drauf hättest. Ich glaube, ich kann Töne treffen. Immerhin. Und damals hat mir schon gesagt, dass ich eine ganz gute Stimme habe. Also bei Karaoke bin ich immer die Person, die auf der Bühne stehe. Super! Da ist es. Also sie kann dann wohl doch singen. Da freue ich mich sehr drauf. Hat sie nicht sogar so ein Musikvideo mal gemacht bei YouTube oder so? Prinzessin, der Tierqual, merk Wimpern auf Schlag, Mann, es ist dir scheißegal. Wenn ja, ich habe es nicht gesehen und freue mich natürlich sehr, das mal zu sehen. Bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich kann es bisher einfach nur sagen. Vor allem bin ich gespannt, wie sie der Jury gegenübertritt. Da wird das bestimmt auch so ein Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin ich aufgeregt. Super, weil Karaoke ja auch immer das beste Beispiel dafür ist, für Leute, die wirklich gut singen können. Ja, also jetzt muss man ja sagen, sie geht ja aber nicht dahin, um jetzt diese Show zu gewinnen. Das kann ich dir schon mal vorwegnehmen, Mr. Onion Dog. Aber whatever. Danke auf jeden Fall, dass du erstaunlich nett bis hierhin warst. Aber machen wir uns nichts vor. Nachher wird sie natürlich noch ein bisschen verrückt. Ich danke. Verrückt. Ich danke dir und ich hoffe, du bist vegan. Ab jetzt. Du kannst es. Für die Tiere. Ich denk mal drüber nach. Funktioniert das so? Sie sagt, du bist ab jetzt vegan. Vielleicht haben die vorher noch ein längeres Gespräch geführt. Weil wenn das so leicht ginge, also einfach zu sagen, ich hoffe, ab jetzt bist du vegan. Er sagt, ja, okay, das wäre natürlich schön. Es geht jetzt los. Ja. Wundervoll. Aber dann ist es jedenfalls auch tatsächlich schon soweit und sie darf für die Jury treten. Und die ist jetzt erstmal nicht so begeistert von ihr und das hat gar nicht unbedingt was mit ihrer Einstellung zu tun, sondern eher mit der Botschaft auf ihrem T-Shirt. Das ist auch mal ein interessanter Anfang. Eine Sache ist mir aufgefallen, laut deinem Oberteil bin ich auf jeden Fall nicht in Ordnung für dich. Ich auch nicht. Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich das Gefühl habe, da ist das Wie komplett falsch unterwegs, weil jemanden direkt von, du gibst halt direkt denen das Gefühl, wir befinden uns hier nicht auf Augenhöhe, du bist nicht okay für mich, mit so einem Menschen in Dialog zu gehen. Also ich sag mal so, da sind die Fronten schon mal direkt, bevor es überhaupt losgeht, schon verhärtet. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht. Ich finde ihr T-Shirt, die Aussage darin, ich verstehe sie komplett. Die gute Raffaela war auch nicht ihr Leben lang vegan unterwegs und ich glaube, manchmal vergisst sie es, dass sehr wenig Menschen komplett vegan auf die Welt gekommen ist. Aber interessanterweise hat
Dieter Bohlen eine, wenn man so möchte, vegane Vergangenheit. Und er hat den Veganismus dann sogar auf eine neue Stufe geführt. Okay, lass mich raten, das ist irgendein Bullshit. Definitiv. Und damit meine ich nicht die Variante, bei der man dann nur noch alles essen darf, was keinen Schatten wirft. Nein, Dieter ist sogar noch krasser. Ich war mal Veganer, eine Zeit. Das bezweifle ich sehr stark. Dann bin ich gewechselt, bin ich Meganer geworden. Okay, sehr gut. Erstmal hätte man es ja so, das ist ja wieder, ich sag's immer wieder, ich sag's eigentlich in jedem Video. Pflanzliche Ernährung, Veganismus, zwei komplett unterschiedliche Sachen. Aber ich meine, es ist nun mal einfach so, irgendwie hat sich so gesellschaftlich etabliert, dass man einfach immer vegan sagt. Obwohl dahinter natürlich eine ethische Überzeugung steht. Ja, aber. Das sind also, die Leute haben mich immer gefragt, was ist der Unterschied? Veganer ist einer, der alles geil findet. Super. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Dieter tatsächlich mal eine Weile ausprobiert, vegan zu essen. Das hätte ich jetzt von ihm gar nicht unbedingt erwartet. Irgendwie ja cool, aber irgendwie ist es am Ende dann doch an einer Sache gescheitert. Ja, ich probiere ja alles aus im Leben und so. Was. Aber es war eben nicht so meins. Ich esse zum Beispiel, ich könnte auf Fisch wirklich nicht verzichten. Und ich mag Fisch unheimlich gerne. Ich mag Fisch auch sehr gerne, deswegen esse ich sie nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Touché. Aber es ist natürlich einfach mit der argumentativen Faust, bam, ins Gesicht. Bist du auf dem Boden? Psst. Ja, aber mal sehen, was darauf folgt. Ich schätze keine Einsicht. Oder, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, das ist dein gutes Recht, das so zu machen. Habe ich mir gedacht. Trotzdem esse ich die auch. Oh. Jetzt ist wirklich direkt von Anfang an, das ist das, womit ich wirklich gerechnet habe. Direkt von Anfang an, so eine Spannung. Du kannst wirklich mit einem Furz kannst du den Raum in Flammen setzen. Geht es überhaupt? Oder damals, als du einen Kühlschrank so aufgemacht hast, dann ist einfach der explodiert der ganze Raum. Da ist, wie sagt man, Feuer in der Luft? Nee. Döner in der Luft, keine Ahnung, wie sagt man das denn? Oh, man merkt schon, die Stimmung zwischen militanter Veganerin und Jury wurde immer unter... Die Luft brennt, meine ich doch, die Luft brennt. Aber sie muss ja erst entzündet werden. Und sie wurde so entzündet, wie ich es gerade erklärt habe. Unterkühlter und unterkühlter. Und dann ist Pietro auch noch eingefallen, was er vorhin gegessen hat. Da war es dann endgültig vorbei. Und ich hatte ehrlich gesagt kurz Angst, dass die militante Veganerin jetzt doch noch irgendwo Rosalinde versteckt hat und die gleich auf die Jury loslässt. Ich habe gerade zwei Schnitzel gegessen. Ich habe gerade zwei Schnitzel. Ganz ehrlich, da ist ein ganzer Kommentarverlauf von einem veganen Influencer, ist ja da irgendwie tatsächlich in einem so einem kleinen Gespräch vorhanden. Von, ich könnte das ja nie, bis hin zu, ich habe gerade 5 Schnitzel gegessen oder 2. Da sage ich mir natürlich, es ist natürlich ein psychologisches Phänomen, ja, dass man dazu neigt, erstmal so Konter zu geben, wie zum Beispiel in den Kommentaren, darauf erstmal ein Steak. Das ist natürlich, ich weiß gerade gar nicht, wie der Begriff ist, ich müsste nochmal. Ist es auf jeden Fall einfach so. Und hier sieht man es auch ganz klar. Da frage ich mich, was macht das mit der guten Raffaela, denn mit der militanten Veganerin? 2 Schnitzel. Hättest du die Tiere auch selbst ermordet, wenn sie hier gewesen wären? Okay, legitime Frage. Ich nicht, nee, das habe ich ja nicht gelernt. Was ist denn nur passiert? Da hat er nicht gelernt, wa? Hättest du damit deinen Kollegen gehabt, dass er... Jetzt darfst du ja nichts sagen. Wenn wir wissen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wenn man so fanatisch ist. Ist die militante Veganerin wirklich fanatisch oder hat sie ein richtiges Anliegen? 100% hat sie ein wichtiges Anliegen. Also, wie gesagt, das Warum, da müssen wir nicht drüber reden. Ja? Und ich bin auch völlig davon beeindruckt, mit welcher Leidenschaft, mit wie viel Herz sie das einfach macht. Ja, man merkt einfach, wie wichtig ihr das ist. Und das finde ich großartig. Und ich kann es auch verstehen, wenn man sich diese ganzen grausamen Bilder anschaut und sieht, was da jeden Tag hinter verschlossenen Türen passiert. Das macht natürlich was mit einem. Und ich kenne auch in meinem persönlichen Umfeld so viele Menschen, die dann irgendwann gesagt haben, ey Leute, wacht auf, wie könnt ihr das alles unterstützen? Ihr wollt das nicht unterstützen, das ist einfach so. Die Frage ist nur irgendwann, und da muss ich ganz klar sagen, ja, wie möchte ich mit meinem Umfeld umgehen? Ja, wie möchte ich diese Menschen ansprechen? Und die militante Veganerin hat da ihre Art gefunden für sich, aber mit der kann ich persönlich nicht viel anfangen. Aber was einfach daran liegt, dass wir unterschiedliche Menschen sind und eine unterschiedliche Art oder eine unterschiedliche Form des Aktivismus pflegen, so muss man es einfach sagen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Raffaela macht schlechten Aktivismus oder guten Aktivismus, sie macht ihren Aktivismus. Und Aktivismus zu betreiben, sich für Schwächere einzusetzen, ist erstmal etwas Positives. Nur ich persönlich muss sagen, mich holt es nicht ab. Und ich glaube, sehr vielen Leuten
hilft das nicht. Und ich muss auch sagen, wenn ich das so sehe, dann ist schon mein Gedanke, welches Licht wirft diese Show und dieser Auftritt auf das Thema? Das sind Sachen, die machen mir Bauchschmerzen. Und deswegen muss ich sagen, ich feiere es nicht. Ich hoffe, es wird klar, so wie ich das meine, weil im Grunde genommen will ich ihr nicht absprechen, das so zu tun, wie sie es tut. Das macht sie halt so. Aber ich finde es einfach nicht gut. Mal an der Stelle wirklich deine Meinung interessieren. Schreib mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil ich finde ja grundsätzlich, sie hat eine ganz gute Botschaft. Nur auch hier, und das erinnert mich ein bisschen an Tessa aus dem Dschungelcamp, habe ich irgendwie das Gefühl, dass man das vielleicht anders, besser rüberbringen sollte, weil das so eher dafür sorgt, dass man Leute eher davon abschreckt, mal Veganismus auszuprobieren. Aber wie auch immer, du kannst mir deine Meinung super gerne mal mitteilen. Dieter hat übrigens die folgende. Man sollte so liberal im Kopf sein, dass man jedem so sein Leben, man kann den ja erzählen, so und so ist das und alles so. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Ja, also das ist natürlich völliger Quatsch. Also einfach immer so liberal wie möglich, so kommt man natürlich auch nicht zu einer Veränderung. Ja? Ich persönlich bin großer Freund davon, Menschen, sag ich mal, Gedankenfragmente so zu platzieren, dass es am Ende etwas auslöst, ja, Gedankenfragmente bzw. Informationen so zu kommunizieren, dass es was auslöst, ja, dass Menschen selbst sich darüber klar sind, dass die Veränderung von ihnen selbst kommen muss, aber sie sich selbst mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Das ist wirklich das Mindeste, was man erwarten kann bei dieser Thematik. Doch die Entscheidung nach diesen Informationen muss jeder Mensch selbst treffen, aber die beste Entscheidung fällt man halt dann, wenn man so viele Informationen hat wie möglich. Und ich sag's auch, wie es ist, wenn man so viele Informationen hat wie möglich oder die, sag ich mal, ausreichende Informationen, wird relativ schnell klar, dass das Vegansein das einzig Sinnvolle ist. Naja gut, Dieter, ob man jetzt jeden immer einfach so leben lassen sollte, wie er möchte, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, es gibt schon Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Kinder mit Baumstämmen schlagen zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo das hergekommen ist, aber perfekte Überleitung, denn Dieter möchte auch nochmal erklären, warum es ja eigentlich auch nicht okay ist, Bäume zu fällen. Mit dem Holz. Was ist mit dem Holz? Guck mal, so ein Baum. Ja. Weg. Was? Was war das denn jetzt? 100 Jahre. Dann wird die abgeholzt. Ja. Und aus dem Holz wird dann vielleicht ein Plakat von den Amigos. Was ist das denn jetzt auf einmal? Was hat das, wer hat denn jetzt gesagt, wir wollen hier 100 Jahre alte Bäume umhauen? Das macht ja gar keinen Sinn. Was soll das? Und wer sind die fucking Amigos? Grausames Schicksal. Da ist es ehrlich gesagt vielleicht besser, wenn man doch in einem Magen landet. Naja, wie auch immer. Die militante Veganerin darf dann tatsächlich noch singen, aber sie bleibt halt einfach für immer die militante Veganerin. Also das Baumthema, sorry, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Also man muss ja auch erstmal sagen, Holz ist ja eigentlich ein wirklich sinnvoller Rohstoff für, keine Ahnung, verschiedenste Sachen. Möbel oder Häuser und alles. Da gibt es ja Bambus beispielsweise, der mega schnell nachwächst. Also ein Rohstoff, den man auf jeden Fall, der gut nachwächst, den man auf jeden Fall gut verwenden kann. Aber jetzt zu sagen 100 Jahre alte Bäume, da denke ich mir halt, what the fuck? Also was soll das? Was soll das denn jetzt heißen? Na egal, hören wir uns mal an, wie die militante Veganerin singt. Das widme ich allen Menschen, die unter meine Videos so Sachen schreiben wie darauf erstmal ein Steak. Na gut, das lassen wir jetzt einfach mal. Ja, damit kann ich schon mal sagen, das Lied ist auf jeden Fall an die falschen Menschen gerichtet, aber also warum soll man denn das an die adressieren, die du sowieso nicht erreichen kannst, weil die solche Sachen schreiben? Naja, ist vielleicht so ein Diss-Track. Also stehen und dann hat sie tatsächlich angefangen zu singen und ich muss sagen, es war ehrlich gesagt gar nicht so scheiße, wie ich es befürchtet hatte. Ich hoffe, du landest im Kükenschredder, in der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich. Ja, okay, gut, also das ist jetzt an die Leute, die, also das bedeutet eigentlich im übertragenen Sinne, dass sie den Menschen, die das unter ihr Kommentar schreibt, das jetzt wünscht. Das, sowas verstehe ich halt nicht, was soll das, ist doch scheiße. Das ist scheiße. Also ich bleibe tatsächlich dabei. Ich mag ihre Stimme jetzt nicht so besonders gerne, aber ich finde, sie trifft die Töne halbwegs. Das hätte ich mir wirklich schlimmer vorgestellt. Der Text allerdings wurde dann immer unangenehmer und unangenehmer. Und ich glaube, die Jury war gar nicht übermäßig begeistert. Ich weiß nicht, also ja, soll ich jetzt die Musik bewerten? Ich spiele das Banjo halt ganz cool. Kürzen deinen Schwanz mit einer stumpfen Klinge, auf der Gestank im Gülligan, dein neuer Fluss der Dinge, ich auf dem Angelacken. Ich weiß ja, dass sie das macht und ne, das ist halt ihre Art. Aber Leute, wenn ich als Otto-Normalverbraucher da sitzen würde und ich gucke RTL und esse dabei irgendwas und höre mir dann an, wie eine Veganerin sagt, an alle Menschen, die mir das unter die Kommentare schreiben, im Grunde genommen auch jemand wie
Pietro Lombardi, der gesagt hat, ich habe gerade zwei Steaks gegessen, soll jetzt im Küchenschredder landen. Dann würde ich halt sagen, ey, das möchte ich nicht für mich. Das möchte ich nicht für meine Kinder, das ist einfach nicht cool, so stelle ich mir die Welt nicht vor. Und dann ist das Thema sofort negativ assoziiert. Und das finde ich halt so schade. Das ist auch so mein Problem, das ich habe mit der militanten Veganerin. Ey, es gibt dieses eine Video, wo sie auch mit so einem Megafon vor so einem Kind steht. Ich meine, ich bin selbst Vater. Und da rumbrüllt und sagt, deine Mutter unterstützt dieses System und sorgt dafür, dass Tiere sterben und so. Da denke ich mir halt so, das ist absolute Grenzüberschreitung. Und das holt mich wirklich so 0,0 ab, ja, in einer Welt, die liebevoller sein sollte, auch zu anderen Lebewesen, aber natürlich dann auch zu Menschen, ja, und mehr Verständnis diesen Menschen vielleicht gegenüber haben sollten und die Leute da abzuholen, wo sie sind. Denn diese Menschen haben einen ganz anderen, haben einen ganz anderen Background und man kennt diesen Background gar nicht, man weiß gar nicht, warum kommt es dazu, dass der Mensch heutzutage der Mensch, der er ist. Und wenn man sich gar nicht dafür interessiert und einfach sagt, du bist ein Mörder, wenn du das unterstützt, knallhart, dann denke ich mir halt, schwierig. Anpacken. Komisch, dass das jetzt abgebrochen wurde. Oh oh, eine gefürchtete Dieter-Unterbrechung. Das bedeutet normalerweise, dass er was nicht so Schönes zu sagen hat. Und das ist auch in diesem Fall natürlich wieder so. Auf die militante Veganerin wird jetzt zurückgeschossen. Ich lasse dir auch gerne den Glauben daran, dass du gut singen kannst. Ich glaube nicht, dass du singen kannst. Ich glaube auch nicht, dass du unbedingt wegen dem Singen hierher gekommen bist, wenn ich dich richtig ein... Surprise. Schätze. Ja. Na gut, an der Stelle muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass RTL sie ja auch dahin gelassen hat. Also mit anderen Worten war denen wohl auch wichtig, dass sie einfach ein bisschen was für die Quote tut. Da können sich Dieter und die Jury eigentlich auch nicht drüber beschweren. Aber ein Urteil hat Raffaela natürlich trotzdem noch bekommen. Also gesanglich ist das nicht so toll. Was meinst du hier? Mm-mm. Katja? Nee. Peto, viermal nein. Danke dir. Ja? Schade und so unerwartet. Naja, eigentlich nicht. Aber am Ende durfte sie dann trotzdem noch ein letztes Mal ihre Botschaft verkünden und hat auch noch mal ein letztes Mal von Dieter Bohlen auf die Fresse gekriegt. Seid vegan statt brutal. Ja. Ein bisschen Frieden, ein bisschen... Also, dass sie so den Tieren helfen will und so, das ist alles okay. Ich finde das alles okay, was sie sagt. Ich finde nur die Art, wie sie es macht, da kriegst du ja Angst vor. Hat Dieter ehrlich gesagt ganz gut zusammengefasst, oder? Sehe ich nämlich mehr oder weniger genauso. So, das war das ganze Spektakel, sich das mal anzugucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist schon spannend, das mal so zu sehen. Ne? Wie findet der Veganismus im Mainstream statt? Und ich habe, glaube ich, das schon für mich ganz gut zusammengefasst. Es ist meine Meinung, das ist mir schon bewusst. Mich würde natürlich eure Meinung interessieren zur militanten Veganerin. Meine Meinung ganz klar, das Warum, also das Anliegen, ganz klar. Das ist einfach toll, also dass sich da so einsetzt. Und ich bin da mit den Messages am Ende, gehe ich 100% d'accord. Die Frage ist nur das Wie und da unterscheiden wir uns sehr stark. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, mache ich mir wirklich große Sorgen, dass die militante Veganerin der Bewegung mit ihrer Art vielleicht mehr schadet, als sie ihr gut tut. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja, ansonsten kann ich hier nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das ein geiler Auftritt war. Für die Tiere hat das, glaube ich, gar nichts gebracht. Außer, dass sich das jemand anguckt und denkt so, oh mein Gott, was ist eigentlich mit den Veganern los? Die sind alle völlig durchgeknallt. Das ist natürlich nicht schön, dass ich das jetzt so beenden muss. Aber das muss es auch geben. Das kann ich anders nicht so zusammenfassen. In diesem Sinne war es das schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Bin gespannt, was ihr denkt und sage, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Ich küsse eure Herzen und natürlich auch vielleicht ein anderes Körperteil. Das dürft ihr euch aussuchen.